Mitte November bei schönstem Wetter unterhalb vom Steinbruch hier auf der Buchserbergstrasse ist geholzt worden für die Holzkante, die Ende November in der Krone Burgrau stattgefunden hat. Faszinierend, wie schnell das vonstatten gegangen ist. Die Fällerei und die Einhaltung von allen Sicherheitsvorschriften, dann nachher das Verarbeiten eben von den verschiedenen Los, die in dieser Holzkante versteigert worden sind. Und da sieht man eben auch, es hat nicht nur Stammholz gegeben, sondern es gibt eben da auch noch riesig, vielleicht für die, die noch gerne würden bürdeln. Dann ist natürlich auch wichtig, die Strasse entsprechend zu sperren. Sicherheit aber nicht nur beim Verarbeiten, Sicherheit auch bei der Qualität des Holz. Das, was ihr gesehen, das ist der Mondkalender. Nach dem Mondkalender, bei nicht Mond, hat mir auch gefällt, damit das Holz eben auch wirklich optimal ist. Dann beim Fällen, wenn ein Baum nach hinten neigt, dann seilt man es eben. Also es ist eine Wissenschaft, die Fällerei. Und alles in allem gar nicht ungefährlich. Es ist darum wichtig, dass man das von der Pike an wirklich lernt und die Sicherheitsbestimmungen einhaltet. Da hat ein Lehrling diese Buche gefällt und hat gemerkt, er kennt sich aus. Die Kante hat mich immer interessiert. Der Hans-Peter Fitsch hat mir erklärt, wie es zu und her geht. Ja, du, Hans-Peter Fitsch, Schreiber und Kassier von der Ortsgemeinde Buchs und nicht oben ist Gant, also Buchs und Seevolle. Im Moment sind wir auch im Kronensaal noch allein, aber es erwartet uns eben ein Gant. Du hast so ein bisschen Zahlen zusammengestellt, gell? Wir müssen es erst einmal interessieren, gell? Meine Cousins haben ja immer Gantet. Wir müssen mehr ein bisschen Türhölzer sehen und so weiter. Ich bin selber in einer Gant noch nie dabei gewesen. Was erwartet mich so? Was kommt das da auf mich zu? Also, zuerst einmal, wir haben einen Gantleiter, einen Gantschreiber und die vier Förster, Dres Gerber und Peter Benz sind dann da und ich als Kassier. Der Gantleiter ist heute der Uwe Design, Verwaltungsratsmitglied von der Ortsgemeinde Buchs. Der Gantschreiber wäre normalerweise der Christian Rotenberger, ist heute aber verhindert und er wird vertreten vom Hans Rotenberger, ebenfalls Verwaltungsrat von der Ortsgemeinde Buchs. Eben also der Gantleiter, der ruft dann aus, der sagt, jawohl. Ja, und was macht denn der Gantschreiber? Der schreibt dann auf, wer dass er eine Nummer gegantet hat und wie viel er zahlt dafür. Und ich schreibe das ebenfalls auf und am Schluss beim Abrechnen muss es dann uns zwei übereinstimmen. Ich will gerade der Kassier sein. Ja? Ich auch. Also bringen Sie das Geld hierher, es wird an Ort und Stelle gezahlt. Ja, das tut man dann sortieren nach den denen, die gegantet haben und tut die Nummer zusammenziehen und den Betrag zusammenzählen und dann kann einer mal einen anderen kann dann herkommen da und zahlen. Du hast da so Zettel zusammengestellt, gell? Zeig mal so einen da. Ich habe da. Wie hast du schon gesagt? Ein Fischen. Ein Fischen. Fülle halbwegs ein Fischen aus. Hörgoles. Also und da steht dann, der Salz drauf da. Da steht dann drauf, was es ist, ein Haufen, ob es Buchen oder Fichten oder sonst was es dann ist. Jawohl. Und wo, dass der Standort ist. Aha. Und die Leute, woher wissen denn die da? Die haben die Liste. Wir können im Internet abrufen auf unserer Homepage. Und im Werdenberger und Obertockelburger war es ebenfalls inseriert. Das heisst, es hat einen Haufen Stellen, wo jetzt Holz liegt, die ihr gerüstet habt? Jawohl, und die sind mit Nummern angeschrieben. Wie viele Nummern gibt es hat... jetzt dermal? Weißt du das eben? Jawohl, wir haben damals Buchs 30 Nummern, gesamthaft 180 Kubik. Und der Anschlag ist 6'522 Franken. Heule. Seevolle hat 29 Nummern, 105,6 Kubik und der Anschlag ist 5'025 Franken. Und warum dass wir das heuer das erste Mal mit Seevolle machen, ist, die Nachfrage ist ständig zurückgegangen. Also es hat nur so Holzkanter, wie es scheinbar früher hatte. Ich habe noch einen kurzen Vergleich gemacht. Im 2009, als ich zur Ortsgemeinde gekommen bin und die erste Kantateure miterleben, sind 60 Nummern gsi, 183 Kubik. Der Anschlagpreis war 9'720 Franken gsi und der Verkaufserlös 10'684 Franken. Im 2016 haben wir noch 43 Nummern gehabt mit 175 Kubik. Der Anschlagpreis war 8'157 Franken gsi und der Verkaufserlös 7'315 Franken. Wobei, da sind einige Nummern nicht verkauft worden. Die hat also niemand wollen. Weißt du, warum das ist, dass das Interesse kleiner geworden ist, oder? Ja, es hat weniger Holzöfen genommen als früher. Eben, hebt schon dem, dass man weniger braucht. Das hebt an dem, ja. Und wegen hat es jetzt auch Leute, die lieber die fertigen Scheiter herführen, als
noch ein bisschen Fitness machen und einen Wald raus. Genau, ja. Eben. Weil, das ist mir auch mal passiert. Dann bin ich am Berg gefahren. Fast in jedem Rand war ein Holz. Und jeder, der dann noch gefragt hat, ja, wie hast du es gut läuft, sagt er, ja, das Neu tut mir zwar weh, aber es ist Therapie. Und der andere sagt, ja, der Rücken tut mir weh, aber es sei alles Therapie. Ja. Ich kann mich erinnern, beim Türhölzer sind wir rumgesprungen und gemacht und da, wie bei meinen Cousin haben dann dort gefällt oder gekantet und so weiter. Aber eben, da hat man mit der Zeit auch ein bisschen aufgegeben. Wobei, die gehen alle wie noch. Aber ich habe dann auch festgestellt, ein Haufen weniger Leute im Wald hin und Türhölzer gehen. Aber das ist gerade völlig aus und fertig, oder? Das Gefühl habe ich auch, ja. Aber ich könnte dann der Förster genauer Auskunft geben. Der Dres, ja. Ja, ja. Oder genau. Peter Benz, ja. Und dann eben, da hat es natürlich in diesen Häufen Buchen oder Buchen umfichten oder verschiedene Lobhölzer. Es hat zum Teil stehende Ware oder derjenige, die es einfach umgesägt haben. Oder es hat Häufen an der Straße. Da kann dann jeder eben seine Nummern auswählen, die er will. Und dann noch bieten, was an der Haufen wert ist. Oder? Und das muss man selber holen, oder? Das muss man dann selber versägen und schieten und holen. Also man muss dann auch noch ein Gefährt haben dazu. Ja, eben genau. Ja. Und natürlich könnte man das, also der Kostakante, könnte man so bei Grabus einfach bestellen eigentlich. Selbstverständlich. Oder? Die nehmen gerne Bestellungen entgegen, sei es jetzt für Spalten oder 33er oder halbmetrige Bachscheiter, teuer oder grün. Und die Lieferungen machen sie allerdings an einem Freitag. Ja, weil du hast es auch von Kubik geredet. Also ein Kubik, glaube ich, ist 1,3 Steher. Also richtig, ja. Ungefähr, ja. Und wenn man den Steher zum Beispiel so 5-metrig herwürft, dann ist das so, sagen wir mal, Bereich 50, 60 Franken, oder? Dann ist je nach Menge, ja, ja. Bis 8 Steher ist 65 Franken. Jawohl. Beim Buchigen. Genau. Und was dann drüber ist, ist 60 Franken. Und dann Drittel, dass er gescheitert und dann 33er ist der Steher braucht, 205 am Basum. Ja. Und ich glaube, meinst du, dass die Leute vielleicht einfach, gut, sie brauchen weniger Holz, sie brauchen eine kleinere Menge, vielleicht auch, weil die Häuser ein bisschen anders isoliert sind, und dann hat man vielleicht auch mehr Geld, oder? Wo man sich sagt, ja, dann kaufe ich es mal schnell. Ich meine, muss man jetzt ehrlich sein, also, ganz schnell ist es nicht gemacht. Gibt es schon noch etwas zu tun? Ja, das gibt es sicher, ja. Aber es hat jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder gerade eine Lagermöglichkeit daheim, wo er zuerst Steher lagern kann. Und dann bestellt er halt wieder einmal einen Steher, zwei. Und wenn er es braucht, dann bestellt er wieder nach. Und muss man sagen, jetzt vorher natürlich nicht, ist es komfortabel. Jetzt, gell, mit Grabus oder natürlich andere Ortsgemeinden, die eben so einen Verbund haben, ist es natürlich komfortabel, dass man das bestellen kann. Also, jetzt, also zu meiner Zeit, jetzt 64, gell, du bist noch ein bisschen jünger. Also, ein Mikler, ja. Ein bisschen jünger, oder? Du hast auf einer Bank gearbeitet, also du verstehst etwas von den Finanzen. Also so, zu meiner Zeit hat man natürlich selber Bürdel gemacht, eben zum Beispiel aus dem Holz, das man zusammengesammelt hat, so zum Riesig, oder man hat eben auch selber gescheitert und man hat es einfach nicht gekauft. Man hat das Geld gar nicht dazu, habe ich das Gefühl. Und zum Bürdel, dort hat es vielleicht noch schon ein, zwei, die Bürdel tun. Für das eben hat es dann Kronenholz, was günstig überkommt, bei Grabus. Wir sind jetzt alle noch allein, gell, vor dem Theatervorhang hier in der Krone. Wir haben jetzt natürlich, gut, es geht noch eine Weile, so Viertel vor sieben ist es. Wie viele Leute erwartest du jetzt heute? Also, das ist schwierig zu sagen, weil wir eben zuerst mal mit Zeveln zusammen tun. Das letzte Jahr werden um die 25 sein, Buchs. Zwischen 40 und 50 rechne ich jetzt einmal, grob geschätzt. Also, dir gefällt so eine Gerasalkant, ist sicher noch interessant. Ja, das ist ja nur eine Sache. Und der sollte man aufrechterhalten. Aber ein bisschen eine Nervensache für dich. Du musst immer mitschreiben, musst fischen für ihn, die richtige Hand, nein, und alles schön notieren, nicht? Gibt Nerviges. Gibt Nerviges, ja. Du bist jetzt, wie lange bist du jetzt bei der Ortsgemeinde? Ich bin jetzt am 1. Juni 9 Jahre dort gewesen. Und muss man schon sagen, ist natürlich eine respektable Ortsgemeinde, gell, Buchs und also Sevel natürlich auch. Aber ich meine, und top organisiert. Und wir haben noch einen super Verwaltungsrat, wir haben eine tolle Zusammenarbeit, also eine Art alles, was man sich wünschen kann. Und trotzdem macht du wirklich wahnsinnig viel, also für das Umfeld, also für die Stadt. Öffentlichkeitsarbeit. Für Öffentlichkeitsarbeit, ja. Oder? Auch im Bereich Wohnungsbau, eben im Bereich zum Beispiel neue Impulssätze, oder wenn man denkt, die ganzen Renaturierungen, also ohne Mitwirken von der Ortsgemeinde wäre vieles nicht möglich gewesen. Für dich jetzt, obwohl du ja Banker gewesen bist und dort gut verdient hast und ein guter Posten gewesen bist, ein interessanter Job.
Ja, sehr interessant. Also, ich würde ihm kein Geld mehr tauschen. Super, das können wir natürlich gerne haben. Ich gehe jeden Tag gerne arbeiten. Gut. Jetzt noch die letzte Frage hier. Tust du selber ohne Holz? Jawohl. Aber ich schaue dann mit dem Förster, wo man nicht schon ein bisschen nachher rum könnte. Und dann kann ich am Wald rumlaufen und mich betätigen. Und erstens spare ich dann Geld fürs Fitnesscenter und zweitens hat die ganze Familie eine warme Stube. Und du hast denn so ein Gefährt? So einen Transporter, oder? Ja, ich habe einen Kollegen, der einen Transporter hat. Und dann machen wir jetzt schon einen flotten Samstag oder einen halben. Aber die Zeiten so mit Redung und Schlitten und der, das ist gut. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Da gibt es nur mehr. Nein. Du, jetzt so, wenn du das so anschaust, so, eben, Bärdi, sind wir so, ich bin jetzt im AHV-Alter, oder? Du, dann, Ja, bei allem. Wenn du das so anschaust, früher und jetzt, was wäre so dein grösster Wunsch, so, wenn man so da hockt in dieser Krone, oder? Die Krone könnte ja viel Geschichten erzählen und so weiter. Und eben die gigantische, nurkige Sache. Was wäre so dein grösster Wunsch noch so ein Ja, wie meinst du jetzt? Ja, vor der Weihnacht kann man mir immer etwas wünschen. Und ich denke, wenn es im Rheinwelten im Fernsehen kommt, dann geht es in Erfüllung. Ah, ja, so Wünsche. Mir geht es gut, ich bin zufrieden, ich habe eine gesunde Familie und habe eine tolle Arbeitsstelle. Kann man sich schon fragen, was will man noch mehr? Ja, was will man noch mehr? Das hat sicher auch für die Kante geholt. Der Rudi Sendo hat Bauchklötze gestaunt, als er gesehen hat, wie viele Leute das gekommen sind. Der ganze Schreiber auch, der Hans Rotenberger. Ich glaube, für den Rudi Sendo war es der erste Gang gewesen und mit dem Tarspannung natürlich angemerkt, wo man den Tisch rüsten, Stuhl holen, damit da wirklich alle Leute auch Platz gefunden haben. Und dann ist es dann auch klar geworden, mit vielleicht dies und jenes ein bisschen anders machen können. Und ich habe zugelöst, was der Rudi Sendo und der Hans Rotenberger noch miteinander besprochen haben. Bis dahin hat jeder eine Nummer, jeder, der gegangen ist, eine Nummer gegeben. Ja, aber dann hätte ich eine Kärtchen machen voraus, mit der grossen Zahl drauf, oder? Wir müssen eine Liste machen und dann hätte jeder sagen, gut, ich komme. Ist der. Zum Beispiel Hans Rotenberger und ich habe das Eis bekommen. Dann kommst du das Eis über. Ja, dann hättest du nur ein Eis über. Und dann siehst du, du hast eigentlich nur den Namen übertragen, oder? Dann weisst du, wie viel. Dann hast du die Nummer und den Namen übergeben, ja. Sehr viel Zeit, aber wenn du so viel Leute hast, ist es halt schwierig. Du hast noch 70 Nummern. Ja, das ist wirklich gut. Jetzt sind wir 60, 70 Nummern. Schnur, Luft. Es sind 78 Leute, das sind über 70 Leute. Ja, die Leute, die nicht zählt, aber sind wahrscheinlich schon über 70 gewesen. Aber nur gerade eine einzige Frau. Ja, und dann haben sie die Zettel studiert, haben miteinander eben ein bisschen diskutiert. Das war wirklich eine relativ angespannte und gleich lockere Atmosphäre gewesen, wo dann eben die Rudi Sendo angefangen hat. Ja, geschätzte Anwesende. Es haben vielleicht noch nicht alle zu trinken bekommen, aber ich möchte euch im Namen von der Buchser und der Sevler Ortsgemeinde und der Grabus ganz herzlich begrüßen zu dieser Holzgant, das ist die erste, die Zusammenarbeit ist von diesen beiden Ortsgemeinden. Es freut uns ganz besonders, dass so viele erschienen sind. Ich hoffe, ihr bietet dann noch entsprechend gut, dass wir das Holz verkaufen können. Der Therese Gerber hat noch eingangs noch ein paar Sachen zu erklären. Ich werde ihm schnell das Wort geben, bevor wir loslegen. Also ich habe eigentlich nur drei Sachen. Eine ist, da habe ich vor allem das Buchs gern, für sie kann ich nicht reden, aber wenn ihr Holz aufbiegen Joss, im Wald, dann das bitte mit uns Rücksprache nehmen, wo und wie. Weil ich habe jetzt an einigen Orten eben keine Kantnummern zeichnen können, weil dann irgendwie die Bäume dort auf die Biegen hingekommen wären. Also es ist mir einfach wichtig, dass ihr mit uns redet, wo man das Holz aufbiegen kann. Es ist ja kein Problem, wenn man einmal eine Beige ein bisschen trocknen lässt, dass man nicht Wasser nach Hause führen muss. Und das Zweite ist, dass man die Beigen anschreibt. Das ist eigentlich auch wichtig, dass man das Jahr und die Nummern draufschreibt. Wenn man will, wenn einem das 2-Jahr-Silo hat, hat der ein 5-Jahr-Silo und irgendwann hat es ein paar Pilze gefressen. Einfach, es ist noch, und dann, wenn du dann dem musst nachgehen musst, ist es ein bisschen mühsam. Also es ist schön, wenn ihr die Beige mit der Nummer und mit der Jahrzahl anschreiben. Dann ein weiteres ist mir noch ein Anliegen, das euch mitzuteilen. Wir müssen im Rahmen von der Branchenlösung, also das geht um die Arbeitssicherheit im Wald,
muss man auch Gantholzer hier einbeziehen, soweit man eigentlich kann, was wir möglich machen können. Ja. Wir werden schauen, wie man Aus- und Weiterbildung bei den Gantholzer in der nächsten Zeit kommt Faden schlagen und noch ein Angebot machen an deren, die vielleicht gerne würden, einmal ein Kürzchen machen würden. Dann werden wir in der nächsten Zeit angehen. Und dann ist ganz losgegangen mit dem Los Nummer 1. Schöne Buche, 3,3 Kubikmeter unterhalb von Bottinelli Rank. Anschlag 205 Franken. Nein, zum 235 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Geht dann Walter Eckenberger, 235 Franken. Los Nummer 2. So ein bisschen warten, wie es geschrieben ist. Los Nummer 2 ist ebenfalls ein Bottinelli-Rank an der Bergstrasse. Ist ein Haufen, Buche, schöne, 4,3 Kubik. Angeschlagen 265. Wer bittet? 265. Spotten. 270. 275. 280. 285. 295. Die zweite Angebot. 295 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Bauen wir Walter Eckenberger. Was haben wir mir los? Vielleicht hat er verstanden, der Walter Eckenberger, der mit der Tachlikappe. Er hat gesagt, jetzt haben wir mich los. Die ersten zwei los hat er also gegantet. Die hat mit Bottinelli Rank. Und tatsächlich, er hat nachher nur weiter gegantet. Er war ja der Erste, der gezahlt hat. Weil am Schluss muss man alles bar zahlen. Und wir haben Gant dann weiterverfolgt und zugelassen. Schöne Ware und Fichtenrugel. 4,6 Kubik. 245 Franken angeschlagen. Wer bietet? 245. 250. 275 Spotter. 275 Spotter. Dann los Nummer 6. 275, ja. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Da geht dann Felix, gell? Hast du Butter gehabt? Name schnell. Hans-Uli Eckenberger. Letzte Woche. Wir kommen zum Los Nummer 7. Ebenfalls Steinbruchareal. Beim grossen Platz, wenn ihr rüberkommt. Schöne Buche. 3,6 Kubik. Anschlag ist 225 Franken. Das war 7, gell? 225. 225. 230. 245 gespalten. Weitere Angebot. Scheint nicht der Fall zu sein. 190 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Gantenbein, Markus. Ein lockerer Zuschlag für ein Küss Gantenbein, fast ohne Gegenwehr. Aber das hat sich dann geändert. 3 Kubik, 445 Franken. 50. 55. 55. 65. 70. 70. 75. 75. 80. 85. 85. 90. 90. 95. 95. 500. 500. 500. 5. 505. 505 ist Spotter. Wer bietet mehr? 505 zum ersten. Zum zweiten und zum dritten.
Eckenberger Peter. Eckenberger Peter, 505. Ganter macht Durst, das habe ich gemerkt. Vor allem, wenn einem der Preis hochgetrieben wird. Wie zum Beispiel ihm hier, wo der Bar hinten immer in der Pott hat und gerne zum Zug kam. 105. 10. 110. 120, 125, 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
Dann tut er so messen und zeigt den Preis ungefähr, was es gibt. Also Kubikmeter. Jawohl, tipptopp. Also rundum zufrieden. Nochmal tipptopp. Perfekt. Der Küss hätte ich gehabt. Vergessen, eintreiben. Ihr gegen den Rand dort. Ja, wir haben noch ein bisschen, ja. Wir haben noch ein bisschen, aber ja. Aber dann geht es wirklich ums Holz. Das sind keine persönlichen Fehler. Nein. Nichts. Gar nichts. Ja. Und bist du zufrieden? Ja, gut. Tipptopp. Bist du so als Frau da, wenn du so ganz? Ja. Bist du einfach mitgekommen? Ja, als Unterstützung. Wie hat es dir gefallen? Gut. Ist nicht interessant, gell? Ja. Ist auch schade, du eine Frau, gell? Das stimmt, leider, ja. Genau. Und die Unterstützung, du hast ihn mitgenommen, oder? Genau, ja. Und du bist zufrieden mit dem, was du bekommen hast? Ja, es geht. Geht? Ja, die Preise sind natürlich anfangen ab jetzt. Gell, ist es ein bereit? Ja, so war es, ja. Wirklich. Aber ja, jetzt habe ich wieder etwas. Eine warme Stube ist schon viel wert. Eben, gell? Das ist schon so. Das ist für den Jürg da. Ja, sicher. Ein muss rufen und ein muss zahlen. Das ist doch immer schon so gewesen. Also Jürg, du musst es zahlen. Ich muss es zahlen, ja. Herrgott, ja gut, das ist ja Weihnacht. Ja, ja. Schenkst du schon nichts, oder? Ja, ja, eben, jetzt hat er ja Holz überkommen. So, Dries, schaust du den Film an. Aber du, in dieser schrägen Sicht bei dem Lehrfilm, der müsste seilen, das ist gefährlich, nicht? Der hat nichts mit seilen, so hier wird gefällt. Aha, aber im Fällen musst du auch seilen, wenn es dann eben auf eine schräge ist, eine schräge Lage. Da kommt darauf an, wo hier er hängt. Wenn er zurückhängt, muss man mit dem Seil und wenn er vorne hängt, dann gibt es eine spezielle Wildtechnik. Du hast ja gesagt, dass wir Gantholzer jetzt so langsam ausbilden wegen der Gefahr, oder? Ja, richtig, wir sind ja in der Pflicht, um die OB-Fähigen, dass wir mit gutem Gewissen die Holzer machen lassen. Und da schauen wir, was wir da für kompakte Kürzchen, gefahrengerecht, sage ich jetzt, denen anbieten. Und dazu haben wir den Waldwirtschaftsverband mit der Ausbildungsabteilung. Und da schauen wir die Leute herzunehmen und mal schauen, ausschreiben und dann sehen wir, was für Interesse es rum ist. Ja. Du, wenn es so einen los gegantet hat, kann es sich selber holen. Kann man euch dann hier quasi holen und den Transport zahlen? Selbstverständlich, wir stehen zur Verfügung. Zum Fällen auch natürlich, wenn es jetzt noch der gibt. Es hat ja noch ein paar Nummern, wo es umgeht. Da stellen wir gerne Leute zur Verfügung. Und natürlich auch, wenn man schon muss herrufen muss. Die dürfen sich melden und dann helfen wir denen selbstverständlich. Gell, es ist wirklich ein voller Erfolg gewesen. Du flätig viele Leute, gell? Ja, und gut gegangen. Gut gegangen. Schön gekantet worden. Aber treiben haben sie euch verrückt. Ja, wirklich wunderbar. Also uns freut es. Uns freut es. Nein, schön gewesen heute. Wirklich eine tolle Nachfrage. Ich weiss nicht, gibt es einen kalten Winter? Oder einfach die Menge der Leute und die Stimmung. Das war gut. Aber der Räder Edwin hat gekannt. Oh ja, genau. Ja, du rufst du da natürlich an. Ja. Du, aber wenn man ehrlich ist, günstige Preise, unter dem Strich wahrscheinlich ein Nullsummenspiel, oder wenn wir eure Leistung hier. Nein, ich denke nicht. Für wer meinst du jetzt? Für, ja, für die Leute? Generell, ja. Nein, für euch. Für uns ist in dem Sinn geht es eben auf, weil wir dürfen die Arbeit ja für die Ortsgemeinde machen, oder? Und das ist ja eigentlich ein lieb Kind, wo man eigentlich aufrechterhalten will. Und die Ortsgemeinden tun das so auch anbieten. Und auch die Kosten, die jetzt wir haben mit aufrüsten, dass dann die Ortsgemeinden uns abgelten und sie haben einfach den Holz erlösen. Aber für die Ortsgemeinde wird es ungefähr eben aufgehen. Und für uns, wir kommen die Verrechnungssätze, die internen, kommen wir da anwenden und das passt. Das passt so. Stressbauer beim Hans-Peter Fetsch, beim Hans Rotenberger. Alles muss seine Richtigkeit haben. Ist schon ungeheuer, wenn man denkt, dass da alles einfach bar eingezahlt wird an Ort und Stelle. Das ist eben noch alte Schule, das ist ja Gant eben, wie man sie wahrscheinlich vielleicht irgendwann einmal nicht mehr erlebt. Bist du zufrieden? Ja, ja, alles verkauft heute. Aber ist ein Stress, gell? Ja, ist ein streng. Ja, so viele Besten hintereinander. Du musst schauen, wie verrückt. Ja, ist das so. Ja. Aber es passt schon. Das erste Mal ist gut gelaufen. Eben, gell? Mit ja, deinem Hilfe ja. Natürlich. Und du hast es zusammengezählt. Den Namen hast du mir auch noch schnell. Lippunder Werner. Ja. Stimmt's? Ja, ja. Ha? Stimmt alles. Ha? Ja, genau, ja. Hoffentlich auch.
Wäre das 290? Passt, ja. Und du, der schönste Verwaltungsrat, zufrieden? Ich bin auch zufrieden. Ein bisschen hektisch, aber sonst. Ja, ja, ja. Hast du das zusammengezählt? Das ist total. Ja, das total 12.890 Franken Buchs und Zefeln. Das ist ein Rekord. Sogar oben höher als im 2009. Der Betrag ist tatsächlich höher, aber natürlich über das erste Mal ein Gant zusammen mit den Säfler. Der Kronensaal, der schon einen Haufen erlebt hat, nicht nur Ganten, aber eben einen Haufen Ganten auch, der hat wirklich ein historisches Ereignis erlebt. Der Kronensaal hat das erste Mal eben dazu gedient, dass eben die Säfler auf Buchs gekommen sind. Die 59 los, das ist also 30 von Buchs und 29 von Säfler, die 59 los haben irgendwie das geschafft, was auf anderer Ebene politisch nicht möglich war. Aber Gant, die hat man zusammen gemacht.